Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem einführenden Webinar zur menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung. Ich heiße Alice Harbach und ich leite die thematische Arbeit im Global Compact Netzwerk Schweiz und Liechtenstein. Wir freuen uns heute sehr, dieses Webinar im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bundesverwaltung und Focusrite bei der Förderung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte anzubieten. Das Ziel, Matthias, kannst du den nächsten Slide zeigen, bitte? Danke vielmals. Das Ziel unseres Netzwerks ist es, Unternehmen auf die Relevanz von sozialen und ökologischen Fragen für ihr Kerngeschäft hinzuweisen und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Anhand vielfältigen Lern- und Dialogformaten wie dieses heutigen Webinar fördern wir den Dialog- und Wissensaustausch. Wir unterstützen also Firmen auf einer Seite auf Grundlage der 10 Prinzipien verantwortungsvoll zu handeln und auf der anderen Seite innovative Lösungen zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele voranzutreiben. Wie Sie aus dem Slide sehen können, 6 der 10 Prinzipien des UN Global Compact sind mit Menschen- und Arbeitsrechten verbunden. So fordert der UN Global Compact die Unternehmen auf, die internationalen verkündeten Menschenrechte zu respektieren und zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie nicht an Menschenrechtsverletzungen entlang der Wertschöpfungskette beteiligt sind. In diesem Sinne freue ich mich heute sehr auf die heutige Veranstaltung. Und ich möchte mich schon jetzt bei Remy Friedmann bedanken für die Möglichkeit und die gute Zusammenarbeit, sowie bei Matthias Leisinger und Sibyl Baumgartner. Und ich gebe jetzt das Wort an Matthias. Herzlichen Dank, Alice. Danke für die einführenden Worte und auch herzlich willkommen von unserer Seite. Vielleicht ganz kurz, was in den nächsten anderthalb Stunden Sie erwartet. Wir hatten bereits die kurze Begrüßung und Einführung vom Global Compact Netzwerk Schweiz-Liechtenstein durch Alice. Remy Friedmann vom EDA wird das Ganze kurz in den Kontext einordnen und aufzeigen, was die Relevanz der menschenrechtlichen Sorgfalt für Unternehmen ist, respektive auch die Erwartungshaltung des Bundes kommunizieren. Wir möchten dann im ersten Teil auf die steigenden Anforderungen an Unternehmen eingehen. Was sind die internationalen Standards? Was sind die gestiegenen Anforderungen auch im gesetzlichen Rahmen? Einen kurzen Deep Dive machen, dann auch in den Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative, damit Sie auch ein bisschen wissen, was kommt da auf Sie zu? Wo bestehen die Anforderungen an Unternehmen in der Schweiz? Und dann nach dem ersten Teil vorgesehen, 10 Minuten eine Q&A-Session zu machen. Wir möchten dann im zweiten Teil ganz konkret aufzeigen, was die Elemente der menschenrechtlichen Sorgfalt beinhalten, respektive wie diese im Unternehmenskontext auch umgesetzt werden können, mit einem spezifischen Fokus auch auf die Durchführung einer menschenrechtlichen Risikoanalyse. Also wie können Unternehmen Risiken identifizieren und priorisieren und am Schluss Ihnen vielleicht auch noch 2, 3 Hinweise geben, was jetzt gemacht werden kann, wo können Unternehmen beginnen und was gilt es eben auch dann für kleinere und große Unternehmen besonders zu beachten. Und hoffentlich haben wir am Schluss auch noch Zeit für Fragen und Antworten. Vielleicht kurzer Hinweis von unserer Seite. Ursprünglich war vorgesehen, dass ich das Webinar mit meinem Kollegen Regula Meng mache. Sie hat sich jetzt wirklich kurzfristig krank melden müssen und deshalb ist Sibylle Baumgartner eingesprungen. Also falls es jetzt im Ablauf kurzes Hiccup geben sollte, bitten wir dies schon vorab zu entschuldigen. Vielleicht ganz kurz noch 2, 3 organisatorische Sachen. Eben die Inhalte, die Folien erhalten Sie nach dem Webinar. Das ist teilweise relativ viel Inhalt auf den Folien, die werden nachher auch geteilt. Sie haben bereits gesehen, dass das Webinar aufgenommen wird und dementsprechend nachher auch zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist, das haben bereits alle gemacht, sich stumm zu schalten, damit Hintergrundgeräusche vermieden werden können. Plus der Hinweis, nutzen Sie doch die Chat-Funktion. Wenn Sie im Laufe der Präsentation gleich Fragen haben, versuchen wir diese gleich aufzunehmen
und zu beantworten über die geplanten Q&A-Sessions hinaus. Damit möchte ich das Wort nun an Remy Friedmann übergeben. Remy ist Senior Advisor am Desk für Human Security and Business und wird kurz einführend den Kontext aufzeigen und die Erwartungen des Bundes formulieren. Und er wird das in seiner Muttersprache auf Französisch machen. Bitte, Remy. Merci, Matthias. C'est également un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue à cet atelier d'introduction sur la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, mené par Focusrite en collaboration avec le réseau suisse du UN Global Compact. Next slide, please. Le 15 janvier 2020, le Conseil fédéral a adopté les plans d'action révisés pour la période 2020-2023, l'un qui concerne la responsabilité des entreprises à l'égard de la société de l'environnement et l'autre, auquel il est fait référence ici, concernant les entreprises et les droits de l'homme. À travers ces plans, la Confédération encourage la mise en œuvre d'une conduite responsable des entreprises, qui fournissent une contribution importante au développement durable et concourent à relever les défis de la société. Pour atteindre ces objectifs, peut-être on peut déjà passer à la prochaine diapositive sur les attentes du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral attend des entreprises basées ou actives et ou actives en Suisse qu'elles assument leurs responsabilités en matière de droits de l'homme partout où elles sont actives et qu'elles intègrent des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Les entreprises suisses doivent donc éviter tout impact négatif sur les droits de l'homme. Et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les activités dans des contextes qui sont particulièrement à risque, par exemple les contextes fragiles ou les contextes en proie à des conflits armés, par exemple. Avec ces deux plans d'action, le Conseil fédéral soutient les entreprises pour qu'elles respectent les normes et les standards de la conduite responsable d'entreprise convenus à niveau international. Donc ça comprend les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et les principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme. Et ce que vous voyez sur ce slide, c'est vraiment le fait de respecter les droits de l'homme représente également un avantage du point de vue de l'impact aussi économique pour des entreprises. Donc pas uniquement en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est pas seulement la bonne chose à faire, ceci. Y a aussi un côté compétitif dont il faut s'y tenir compte. À travers ces deux plans, la Confédération, donc le plan d'action RSE et le plan d'action sur les entreprises et les droits de l'homme, soutient les entreprises par des mesures qui comprennent notamment la création de mesures de soutien pour la mise en œuvre de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, à travers des outils, des guides et à travers la collaboration avec des initiatives multipartites. Des initiatives qui peuvent notamment aussi aider les petites et moyennes entreprises. Quand je dis initiatives multipartites, il s'agit d'initiatives parfois à caractère volontaire, parfois avec des mécanismes de contrôle et de suivi en collaboration avec gouvernements, sociétés civiles et secteurs privés. Vous avez sur ce slide le point d'entrée, je veux dire, qui existe maintenant au niveau de la Confédération, qui est le site web SECO DFAE, auquel vous avez accès à travers cette adresse, qui sera encore mise à jour avec un accès aux différents outils, et aussi le calendrier éventuellement des événements de sensibilisation sur la diligence raisonnable, comme l'événement organisé aujourd'hui par Focusrite. Donc, mesdames, messieurs, l'influence de l'économie suisse s'étend depuis très longtemps au-delà des frontières nationales. Les entreprises jouent un rôle pionnier dans l'ouverture des marchés, la préservation des ressources naturelles et la promotion du bien-être et des droits de l'homme dans le monde entier. Mais cet engagement international de la Suisse et des entreprises suisses doit se faire de manière conjointe, basé sur la conviction que la réalisation des droits de l'homme est une condition fondamentale pour le développement économique et social, un développement économique et social durable. La première contribution que les entreprises peuvent faire, notamment aux principes de développement, aux objectifs de développement durable, c'est le respect des droits de l'homme, c'est gérer ses propres risques, éviter d'avoir des incidences négatives sur les droits de l'homme. Je vous remercie pour votre attention. Et je passe la parole à Focusrite. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Remy, für die kurze Einführung und die Formulierung der Erwartungshaltung des Bundes. Und wenn dann im Laufe der
Präsentation auch noch Fragen aufkommen werden, stellt René sich auch gerne noch zur Verfügung. Damit würde ich nun das Wort an meine Kollegin Sibyl übergeben, um kurz einzuordnen, was sind denn die gestiegenen Erwartungen an Unternehmen und wie sehen so die internationalen Entwicklungen über die Schweiz hinaus gesehen aus? Bitte, Sibyl. Gerne, ja, guten Nachmittag auch von meiner Seite an alle. Wie wir bereits gesehen haben von Remy Friedmann, gibt es verschiedene Erwartungen an die Unternehmen, die verstärkt wurden und werden, also in der Vergangenheit verstärkt wurden, aber auch verstärkt werden. Wir werden heute sicherlich vermehrt auch auf die rechtlichen Anforderungen eingehen. Es ist uns aber auch wichtig zu betonen, dass es eben von allen Seiten diese gestiegenen Anforderungen für Unternehmen gibt. Also wir reden da von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die vermehrt Kampagnen fahren, auch gegen bestimmte Schweizer Unternehmen, um eben aufzuzeigen, dass es Menschenrechtsverletzungen in internationalen Wertschöpfungsketten gibt und da auch einen Bezug herstellen zu bestimmten Unternehmen. Also es ist vermehrt auch auf dem Radar der Unternehmen. Dann gibt es auch vermehrt Benchmarks und Investorenratings, die sich auf die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung fokussieren. Das war in der Vergangenheit noch weniger systematisch. Wir sehen aber, dass es da auch vermehrt diese Systematik der Sorgfaltsprüfung angeschaut wird, wenn Unternehmen eben geratet werden. Dann wird generell mehr Transparenz gefordert, auch von Investoren und Geschäftspartnern. Im Bereich Geschäftspartner Due Diligence, da haben Sie sicherlich auch schon Erfahrungen. Diejenigen, die in Unternehmen arbeiten, werden eben auch vermehrt Anforderungen gestellt von Geschäftspartnern, die man dann eben oft auch weitergibt an Lieferanten durch Lieferantenkodizes oder eben auch durch Ratings oder Audits. Zudem gibt es nach wie vor natürlich vor allem für die Unternehmen, die direkt mit Endkunden zu tun haben, auch diese erhöhte Druck, was im Bereich Nachhaltigkeit oder eben auch im Bereich Menschenrechte zu unternehmen. Wenn wir nun von diesen Sorgfaltsprüfungen reden, viele von Ihnen kennen das wahrscheinlich schon, es ist uns aber wichtig, nochmals das zu betonen, dass wir stets von den internationalen Normen ausgehen, die eigentlich dieser Sorgfaltsprüfung oder den Elementen der Sorgfaltsprüfung zugrunde liegen. Dazu gehört in erster Linie eben gehören die VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die 2011 vom UNO-Menschenrechtsrat unterzeichnet oder eben verabschiedet wurde. Im gleichen Jahr wurden die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen überarbeitet, die es schon länger gab. Und haben darin eben auch dieses Konzept der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung oder der sogenannten Responsible Business Conduct, also der verantwortungsvollen Unternehmensführung, da aufgenommen. Also man kann aus Unternehmenssicht sagen, dass die Standards diesbezüglich, was die Anforderungen betrifft, übereinstimmen. Und dann eben, wie erwähnt, der nationale Aktionsplan in der Schweiz, der eigentlich dazu dienen soll, eben diese Normen eben auch in der Schweiz zu verbreiten und im Wirtschaften durch Schweizer Unternehmen eben auch zu verankern. Wir haben bei Focusrite gemerkt, dass es eben viele offene Fragen gibt, wenn wir mit Unternehmen arbeiten. Welche Anforderungen es denn jetzt wo schon gibt, wo ist es verpflichtend, wo ist es freiwillig, was gibt es überhaupt, wohin geht die Reise? Und da haben wir auf unserer Webseite diese Landkarte erstellt, die wir auch regelmäßig aktualisieren. Da können Sie gerne mal einen Blick drauf werfen. Wir haben unterschieden zwischen diesen braunen Elementen, wo es um sogenannte nationale Aktionspläne geht, die wir eben auch, einen in der Schweiz haben. Da zeigen wir auf, wo das ein solcher geplant ist, wo das ein solcher bereits verabschiedet wurde. In den Ländern, wo es bereits gesetzliche Anforderungen gibt, werden Sie dann das Grün finden. Da gibt es auch verschiedene Entwicklungen, die eben noch laufen, und es gibt aber auch bereits verabschiedete Gesetze. Nun, was geschieht, bevor wir auf die Schweiz eingehen, was geschieht so ganz konkret in gewissen Nachbarländern oder wo, welche Länder sind da schon weit und welche Gesetzgebungen sind eben auch sehr relevant, was wir sehen für Schweizer Unternehmen? Da ist
haben Sie wahrscheinlich schon gehört, das deutsche, sogenannte deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein schön langes Wort. Das wurde im vergangenen Jahr verabschiedet und gilt ab Januar 2023 für Unternehmen mit über 3000 Arbeitnehmern in Deutschland. Das heißt, es betrifft potenziell auch Unternehmen in der Schweiz, also Schweizer Unternehmen, die in Deutschland die entsprechende Anzahl Mitarbeitende haben. Es geht grob gesagt um die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung und der entsprechenden Kernelemente, auf die wir später vertieft eingehen werden. Also es geht darum, eine klare Grundsatzerklärung zu haben, wie steht das Unternehmen zum Thema Menschenrechte von der obersten Führungsebene verabschiedet, aber auch, wie führt das Unternehmen entsprechende Risikoanalysen durch, wie trifft es Maßnahmen und wie schafft es eben auch Transparenz zu dieser Thematik. Jetzt haben wir vorhin auf der Weltkarte gesehen, dass es in Europa verschiedenste Regulierungen gibt. Jetzt auch hier mit dem Hinweis auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Jetzt wurde ja im Februar auf der EU-Stufe diese verpflichtende menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung vorgestellt. Kannst du kurz skizzieren, was dort die zentralen Inhalte sind und was dort auf Unternehmen zukommt? Ja, gerne. Also es ist sehr aktuell, eben wie gesagt, 23. Februar 2022, als die Kommission diesen Entwurf des europäischen Lieferkettengesetzes, oder wie man das auch nennen will, verabschiedet, oder nicht verabschiedet, also den Entwurf verabschiedet hat. Ja, das ist natürlich noch nicht fix. Inhaltlich geht die EU weiter als Deutschland. Also es geht da um ein Gesetz, welches für alle Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden gelten soll, sowie auch für Unternehmen, kleinere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, wenn sie in einem sogenannten Hochrisikosektor tätig sind. Auch geht es inhaltlich weiter als das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es ist sehr nahe dran an dem, was in der Schweizer Konzernverantwortungsinitiative damals gefordert wurde. Es kann jetzt noch Jahre dauern, bis dieser dann definitiv verabschiedet, das finale Gesetz verabschiedet wird. Es kommt zuerst noch ins EU-Parlament. Es ist aber sicherlich interessant, da mal einen Blick reinzuwerfen. Jetzt hast du bereits eben das Thema Konzernverantwortungsinitiative angesprochen. Kannst du uns mal kurz aufzeigen, was so die aktuelle Entwicklung respektive, was jetzt in dieser Verordnung drinsteht, zum KVI-Gegenvorschlag in der Schweiz und was da auf Unternehmen zukommt? Gerne. Ja, als Erinnerung, es wurde ja, die Initiative wurde ja vom Ständemehr abgelehnt. Es gab aber den sogenannten indirekten Gegenvorschlag, eine Anpassung des Gesetzes, die bereits Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist. Also es gibt ein Gesetz für Schweizer Unternehmen, das initiiert wurde, als Reaktion auf die Initiative. Gerne zeige ich kurz, worum es eigentlich geht. Es gibt verschiedene neue Pflichten für Unternehmen. Das eine ist die Berichterstattungspflicht, also die sogenannte nicht finanzielle Berichterstattung. Die übernimmt in erster Linie die Anforderungen der EU an die Direktive zur nicht finanziellen Berichterstattung. Dann gibt es noch zwei Pflichten, eine im Bereich Kinderarbeit und eine im Bereich Konfliktmineralien, wo es weitergeht, also nicht nur um eine Berichterstattungspflicht, sondern um eine eigentliche Sorgfaltsprüfungs- und Transparenzpflicht. Also man muss sowohl Sorgfaltsprüfungen durchführen, wenn man im Geltungsbereich des Gesetzes ist, im Bereich Kinderarbeit und im Bereich Konfliktmineralien. Zudem gibt es einen Sanktionsmechanismus im Falle einer Verletzung, da droht eine Buße von bis zu 100.000 Schweizer Franken. Ich werde kurz auf diese verschiedenen Pflichten eingehen. Es ist sehr viel Information. Ich werde nicht alles im Detail erläutern. Sie werden, wie gesagt, die Folien erhalten. Wir wollen im Nachgang vor allem auch Zeit haben, um über diese praxisorientierte Umsetzung dieser Anforderungen zu reden. Aber ich gebe nichtsdestotrotz, gehe ich kurz durch diese Anforderungen durch, damit Sie auch eine Idee haben, was es so beinhaltet. Also es geht eben in erster Linie, die erste Pflicht ist diese Berichterstattungs- oder Transparenzpflicht, wo es darum geht, die CSR-Richtlinie der EU zu übernehmen. Die wurde 2014 verabschiedet und ist in der EU seit 2017 in Kraft. Und hier auch wichtig für Sie zu wissen, da gibt es bereits einen neuen Entwurf der EU. Also die EU hat dieses Gesetz
bereits wieder überarbeitet und wird auch da weitergehen, was die Berichterstattungspflicht zu Sorgfaltsprüfungsbestrebungen betrifft. Der Geltungsbereich in der Schweiz bei dieser Berichterstattungspflicht, es betrifft große Publikumsgesellschaften, also börsenkotierte Unternehmen sowie auch Finanzinstitute, die der FINMA unterstellt sind. Und es gibt auch einen gewissen Schwellenwert, der über die zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahre überschritten werden muss. Nicht im Geltungsbereich sind Unternehmen, die bereits eben zum Beispiel die EU-CSR-Richtlinie in einem anderen Land umsetzen und somit bereits diese Anforderungen erfüllen. Wichtig zu beachten sind auch die formalen Anforderungen an den Bericht. Da ist für einige Schweizer Unternehmen wird sich was verändern, weil neu dieser Bericht vom höchsten Management- oder Verwaltungsorgan des Unternehmens unterzeichnet werden muss, also verabschiedet werden muss, und er muss eben auch von der Generalversammlung genehmigt werden. Also ich denke, da sehen wir, dass viele Unternehmen hatten bisher die Finanzberichterstattung nicht gleichzeitig wie die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also da wird es Veränderungen geben. Unternehmen müssen diese Zeitpläne anpassen und müssen zusammen mit dem Finanzbericht dann auch den Nachhaltigkeitsbericht verabschieden, wenn sie unter dieses Gesetz fallen. Es thematisch, was muss drin sein in dieser Berichterstattung? Es sind die Themen vorgegeben, die fünf Umweltbelange, insbesondere CO2-Ziele, Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. Es muss also zu jedem Themenbereich muss inhaltlich angegeben werden, wie man diese Thematik angeht, was man für Konzepte verfolgt, um eben diese Risiken zu managen, was man für Maßnahmen trifft, wie man die Risiken eben entlang der Wertschöpfungskette beurteilt zu diesem Thema. Und man muss eben auch Leistungsindikatoren angeben. Natürlich gibt es auch, wie wir es aus der EU schon kennen, den Comply-or-Explain-Mechanismus. Das heißt, wenn man nicht Bericht erstatten will zu einem bestimmten Thema, dann muss man das klar begründen und erklären. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die in diesem Bereich Berichterstattung nach GRI, also das Global Reporting Initiative Standards, Berichterstatten, die ja jetzt auch neu formuliert wurden. Da haben wir oft die Frage dann auch, deckt dann eigentlich, also bin ich compliant, wenn ich hier nach GRI Bericht erstatte? Was ist da deine Einschätzung? Die Frage kommt sehr oft, genau. Wichtig zu wissen für die, die es noch nicht auf dem Radar haben, ist, dass GRI ja den Standard im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres, überarbeitet hat. Und das heißt, das gibt recht grundlegende Veränderungen, vor allem auch in der Definition der Materialität. Und also die gute Neuigkeit ist, dass der neue GRI-Standard, also wenn man nach dem neuen Standard Bericht erstattet, dass man da sicherlich sehr, sehr gut vorbereitet ist. Diese unterschiedliche Herangehensweise in der Materialitätsanalyse und ein paar andere Elemente, die überarbeitet wurden, eben damit der GRI-Standard mehr diesen Sorgfaltspflichten, Anforderungen entspricht. Ich denke grundsätzlich eben, man ist gut vorbereitet, man muss einfach die formalen Anforderungen, die ich vorhin erwähnt habe, im Kopf haben. Also es gibt ein paar formale Anforderungen an den Bericht, eben wenn wir den verabschiedet, wann, zu welchem Zeitpunkt, das geht dann über die Anforderungen GRI hinaus, weil das dann nicht so explizit gefordert wird. Und was nicht unbedingt direkt gemacht wird, also die Chance ist natürlich groß, dass man auch diese fünf Themen in einem GRI-Bericht hat. Man muss einfach sich bewusst sein, dass man im Schweizer Gesetz nun diese fünf Themenbereiche abdecken muss oder erklären muss, warum man es nicht tut. Das heißt, das muss man einfach auf dem Radar haben, wenn man nach GRI berichtet. Okay. Jetzt heißt das die erste Säule und jetzt die zweite Säule, die du kurz angesprochen hast, ist das Thema der Kinderarbeit. Was ist da die Erwartungshaltung, respektive was wird da von Unternehmen gefordert? Genau, also jetzt für den Bereich Kinderarbeit, das ist also nur zur Information, da hat sich die Schweiz ziemlich nach dem holländischen Modell an dem orientiert. Wichtig natürlich, die Definition der Kinderarbeit bezieht sich auf die Definition der Internationalen Arbeitsorganisation. Also es geht jetzt nicht darum, dass jedes minderjährige Kind, das arbeitet, schon unter missbräuchlicher Kinderarbeit leidet, sondern es geht darum, dass es ein Mindestalter gibt,
das ist nicht unter 15 Jahren und dass man das Kind nicht davon hindern sollte, in die Schule zu gehen. Das muss weiterhin Schulbesuch muss möglich sein und es gibt dann auch speziellen Schutz für gesundheitsgefährdende Arbeiten. Das heißt, jugendliche Arbeitende zwischen 15 und 18 Jahren sind gewissen zusätzlichen Rechten, haben gewisse zusätzliche Rechte, damit man die eben schützt vor gesundheitsgefährdenden Arbeiten. Das zur Definition. Nun der Geltungsbereich. In der Schweiz ist es so, dass es verschiedene Prüfschritte gibt, die ein Unternehmen durchlaufen kann, um abzuklären, ob das Unternehmen unter das Gesetz fällt. Also es gibt den sogenannten Prüfschritt 1, wo es um den Schwellenwert geht, also das kleine, also Ausnahme für KMUs, die kleinsten Unternehmen sind oder kleinen Unternehmen sind nicht grundsätzlich nicht betroffen. Es gibt auch dann für diejenigen, die nicht KMUs sind, eine Ausnahme, wenn man nachweisen kann, dass man geringe Risiken für Kinderarbeit hat. Und es gibt dann aber wiederum Ausnahmen für die Kleinen, falls offensichtlicher Einsatz von Kinderarbeit vorliegt. Also es ist so, dass man nicht unbedingt direkt weiß oder nicht so schnell weiß, ob man in den Geltungsbereich fällt. Also da muss man sich sicherlich als Unternehmen genau um diese Anforderungen kümmern. Es gibt noch eine zusätzliche Möglichkeit für Unternehmen, da nicht im Schweizer Gesetz nicht darunter fallen zu müssen, indem man diese Alternative zur Umsetzung des Schweizer Gesetzes geltend macht. Das heißt, wenn man die internationalen Regelwerke, die hier genannt sind, in der Gesamtheit umsetzt, dann kann man auch die zusätzliche Ausnahme geltend machen. Das ist jetzt schon sehr viel Detail, ich möchte da jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber ich denke, wichtig für Sie zu wissen ist, dass man für alles Unternehmen diese Abklärungen individuell treffen muss, um zu verstehen, inwiefern man vom Gesetz betroffen ist. Dann gibt es das Thema Konfliktmineralien, wie erwähnt. Auch hier wird sehr stark, oder empfehle ich sehr stark, dass man eben diese genauen Schwellenwerte studiert, die sind im Anhang des Gesetzes ersichtlich und dass man darauf basierend dann eben den Geltungsbereich für das eigene Unternehmen mal feststellt und wenn man dann ins Gesetz fällt, dann muss man Sorgfaltspflichten erfüllen, die sehr stark übereinstimmen mit den Anforderungen auf EU-Ebene. Das heißt, wenn Sie bereits die EU-Verordnung über Konfliktmineralien umsetzen oder umsetzen müssen, dann werden Sie sehr wahrscheinlich auch gut vorbereitet sein für die Schweizer Anforderungen. Nochmals zusammenfassend, was heißt denn das, also wenn ich nun in diesen Bereich falle des Gesetzes zu Konfliktmineralien oder zur Kinderarbeit, die Pflichten, die daraus erfolgen, sind eine Sorgfaltsprüfungspflicht, wie wir sie kennen, auch von den Standards, von internationalen Standards. Also man muss ein Managementsystem haben, um diese Risiken zu managen. Man muss die Risikobeurteilungen regelmäßig durchführen. Man braucht einen klaren Plan, Maßnahmen, um diese Risiken zu minimieren und muss eben dann auch wiederum Bericht erstatten. Also die Transparenzpflicht gehört da auch dazu. Jetzt gibt es hier auch noch spezifische formale Anforderungen, dann ähnlich wie bei der Berichterstattung, ist das richtig? Genau, es geht wieder darum, dass man diese Berichterstattung, Sorgfaltspflichten, dass die der obersten Leitung des Verwaltungsorgans vorliegen oder unterliegen. Und zudem gibt es für die Konfliktmineralien, in der Konfliktmineralienverordnung noch eine Anforderung an die externe Prüfung. Das heißt, man muss für den Bereich Konfliktmineralien auch den Bericht noch extern überprüfen lassen. Wir haben jetzt weniger die rechtlichen Geltungsbereiche oder Anforderungen, sondern eher diese inhaltlichen Fragen. Was ist denn eigentlich Kinderarbeit? Was bedeutet das für ein Unternehmen? Was kann ich dagegen tun? Aber eben auch zum Thema Konfliktmineralien haben wir sogenannte also Q&As erstellt, die Sie auch gerne auf unserer Website herunterladen können, wenn Sie da sich vertiefen wollen in der Thematik. Jetzt ist ja eben die Frage so ein bisschen mit den vielen Gesetzen, die einerseits ja auch für Schweizer Unternehmen relevant sind in Deutschland oder zukünftig auf EU-Stufe und in der Schweiz ist ja eben doch ein bisschen ein Regulierungsdschungel, wie wir hier formuliert haben.
wie sollen jetzt Unternehmen mit diesen unterschiedlichen Anforderungen, mit unterschiedlichen Themen, Prozessen umgehen. Also Unternehmen können ja nicht x unterschiedliche Prozesse zum gleichen Thema einführen. Das ist hier so die Orientierung, die wir bieten können. Ja, eben, also wie eingangs schon erwähnt, es geht ja nicht nur darum, dass man schaut, ob man im Geltungsbereich eines Gesetzes ist und erst dann was tut, sondern was wir empfehlen ist, dass man im Bewusstsein dessen, dass man ohnehin mit den Anforderungen, die jetzt kommen oder verstärkt werden an Unternehmen, also wenn man irgendwie in der Wertschöpfungskette involviert ist, dann wird man damit davon betroffen sein. Also hier diese Darstellung soll eben zeigen, wie das Unternehmen X direkt von einem Gesetz, wie zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, betroffen ist. Aber dass man, wenn man in irgendeiner Form Zuliefererin ist für eines dieses Unternehmens, das eben vom Gesetz betroffen ist direkt, dann wird man vermehrt das auch spüren und Antworten liefern müssen zu dieser Thematik. Also es ist vermehrt eben auch für Business-to-Business-Unternehmen relevant, weil Geschäftspartner eben solche Informationen einfordern. Und die gute Nachricht ist eben, dass man diese, wie erwähnt, die internationalen Standards als Norm haben, die zum Glück harmonisiert sind. Das heißt, wenn man sich als Unternehmen vorbereiten möchte, auch auf die eventuell neuen Gesetzgebungen in anderen Ländern oder Anforderungen von Geschäftspartnern, dann, wenn man sich an diesen Standards orientiert, ist man sicherlich gut vorbereitet. Gut, herzlichen Dank, Sibyl, für die Einführung. Auch danke nochmal an Remi für die Formulierung der Erwartungshaltung des Bundes. Wir möchten nun die Möglichkeit geben, zusätzliche Fragen zu beantworten. Das haben wir am Ende des Webinars noch einmal. Aber gibt es jetzt hier Fragen, Bemerkungen zum ersten Teil, wo wir kurz ein bisschen haben, was die gestiegenen Anforderungen an Unternehmen sind, was da jetzt auf Unternehmen in der Schweiz zukommt, durch eine direkte oder eben auch eine indirekte Betroffenheit. Bitte nutzen Sie den Chat, heben Sie die virtuelle Hand, nutzen Sie die Zeit für mögliche Fragen. Alles klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, scheint soweit alles klar zu sein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir weitergehen und eben, wie gesagt, im zweiten Teil jetzt darauf eingehen, was bedeutet diese oder was ist diese menschenrechtliche Sorgfalt, worin besteht sie, und Ihnen aufzeigen, was es dann eben bedeutet, eine solche Due Diligence in einem Unternehmen umzusetzen, was die einzelnen Prozessschritte sind, respektive wie das in diesen internationalen Frameworks wie den UNGPs und den OECD-Leitsätzen ausformuliert wird. Grundsätzlich und ganz kurz gesagt geht es darum, negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden, entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu vermeiden und Auswirkungen zu vermeiden, die durch das Unternehmen selbst, aber eben auch durch Akteure der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette verursacht werden. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wir hier immer einerseits das eigene Unternehmen und die Gruppe nehmen müssen, aber eben auch die Geschäftsbeziehungen entlang der Downstream- wie auch der Upstream-Lieferkette, um dort die negativen Auswirkungen reduzieren. Was da gefordert wird und wie man das konkret umsetzen kann, zeigen wir im Folgenden auf. Es ist gerade eine Frage reingekommen, ich glaube, die wirst du jetzt gut beantworten können, von Frau Tabea Böcklin. Gerne würde ich wissen, wie ein Managementsystem ausschauen sollte oder aussehen kann. Welche Schritte wären hier besonders wichtig für Unternehmen, die im Hochrisikosektor tätig sind oder zum Beispiel in einem Hochrisikosektor praktizieren? Genau. Also ich schlage vor, ich zeige Ihnen jetzt direkt mal die nächste Folie und führe Sie dann jetzt mal durch die Präsentation durch und dann können wir am Schluss noch mal schauen, ob wir dann die Frage auch beantworten können. Das ist wirklich jetzt auch der Fokus des zweiten Teils. In beiden Frameworks, in den OECD-Leitsätzen wie auch den
UN Guiding Principles oder den VN-Leitprinzipien wird immer wieder auf diese sogenannten Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt hingewiesen. Also hier zeigen wir eine Übersicht der 6 Elemente, die Unternehmen auch ein bisschen helfen sollen, unterstützen sollen, die richtigen Fragen zu stellen bei der Umsetzung der einzelnen Elemente. Also es geht in einem ersten Schritt sicher darum, eben eine Grundsatzerklärung zu formulieren, ein Statement abzugeben, das glaubwürdig zum Ausdruck bringt, dass das Unternehmen der Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte und der Umwelt nachkommt. Da gibt es spezifische Kriterien, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Dann glaube ich, das Kernstück einer Due Diligence ist die Risikoanalyse, also dass man entlang der Wertschöpfungskette ermittelt, was die potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen des Unternehmens sind auf die Betroffenen. Und ich glaube, das ist hier so ein wichtiger Paradigmawechsel im Bereich der Risikoanalyse, dass man nicht mehr klassisch auf die Unternehmensrisiken schaut, sondern eben schaut, was sind die Auswirkungen auf die potenziell Betroffenen entlang der Lieferkette. Basierend auf dieser Risikoanalyse gilt es dann, effektive und risikobasierte Maßnahmen zu treffen, um einerseits das Risiko zu beenden, zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Also Risikoanalyse, Maßnahmen ergreifen. Wichtig beim Aufbau eines solches Managementsystems ist dann eben auch die Einbettung in das Unternehmen. Also es geht nicht darum, neue Prozesslandschaften aufzubauen, sondern zu schauen, wie kann ein Unternehmen die menschenrechtliche Sorgfalt in bereits bestehende Geschäftsabläufe integrieren, sei das in den Einkauf, sei das in Produktentwicklung etc. Auch darauf gehen wir dann noch spezifisch ein. Wir haben jetzt bereits auch gesehen, bei den ganzen regulatorischen Anforderungen geht es um die Frage der Transparenz, also wie kann das Unternehmen gegen außen glaubwürdig kommunizieren, wie es mit den Auswirkungen umgegangen ist und gleichzeitig intern auch überprüfen, wie wirksam die Maßnahmen umgesetzt werden, also ganz im Sinne eines Managementprozesses, Plan, Do, Check, Act, setzt man sich Ziele, Maßnahmen und es wird gefordert, dass man das auch regelmäßig überprüft. Dann das letzte Element ist der Beschwerdemechanismus und die Abhilfe, dass man eben auch sicherstellt, einen effektiven Beschwerdemechanismus aufzubauen, der es ermöglicht, dass Menschen auch in der Lieferkette Möglichkeit haben, bei Problemen, bei Themen, die auftauchen in der Lieferkette im Bereich von Löhnen, Arbeitssicherheit, vertrauenswürdig auch eine Beschwerde zu erheben und das eben auch den Unternehmen zu kommunizieren. Plus auch hier wichtig zu schauen, wie können Unternehmen eben auch dann bei tatsächlichen Auswirkungen, wo die Unternehmen direkt mit involviert sind, auch Abhilfe geschaffen werden. Also das sind die Elemente einer menschenrechtlichen Sorgfalt, die es kontinuierlich umzusetzen gilt. Und das ist oftmals ein Ansatz, der eben auch das kontinuierliche Verbesserungsziel im Fokus hat. Also darauf kommen wir auch zu sprechen. Es geht jetzt hier nicht darum, perfekt zu sein, sondern sich hier kontinuierlich zu verbessern, wenn man auch mehr Wissen aufgebaut hat durch den Prozess. Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz aufzeigen, was sind so die spezifischen Anforderungen entlang der 6 Kernelemente. Beginnen wir mit der Grundsatzerklärung. Eben, ich glaube, hier, wie gesagt, geht es darum, das Unternehmen glaubwürdig zum Ausdruck bringen, wie sie die Menschenrechte und eben auch die Auswirkungen auf die Umwelt achten. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Oftmals sehen wir, dass bereits Unternehmen eine Sustainability- oder eine Nachhaltigkeitspolicy haben für das Unternehmen, in denen spezifische Ziele auch zu sozialen und ökologischen Themen definiert werden. Da stellt sich dann häufig die Frage, ist das jetzt schon eine Grundsatzerklärung im Sinne der UNGPs und OECD-Leitsätze? Das kommt oftmals dann wirklich auf den Inhalt an, also liegen spezifische Anforderungen an den Inhalt, zum Beispiel eben, dass alle Menschenrechte beinhaltet werden oder umfasst werden sollen, dass die wichtigsten internationalen Konventionen wie die ILO-Kernarbeitsnormen referenziert werden, dass man sich wirklich auch hier verpflichtet, mit den besonders schutzbedürftigen Gruppen
in einen Dialog zu treten, sei das direkt oder indirekt auch über Repräsentanten dieser Organisation, was oftmals auch zivilgesellschaftliche Organisationen sind. Und wichtig eben auch ist, dass klare Verantwortlichkeiten definiert sind und dass das Ganze auf höchster Führungsebene verabschiedet wird und öffentlich zugänglich sein soll. Also hier gilt es eben abzuschätzen, wenn jetzt ein Unternehmen bereits eine Nachhaltigkeitspolicy hat oder einen eigenständigen Code of Conduct hat, abzugleichen, ob die Anforderungen erfüllt werden oder ob es eher Sinn macht, dann eine eigenständige Grundsatzerklärung zu formulieren. Als Inspirationsquelle, das ist oftmals auch, wie man beginnt, danach mal so eine Grundsatzerklärung zu formulieren. Zwei Beispiele von Unternehmen, die das gemacht haben. Ich glaube, das sind immer wieder gute Quellen, wo man schauen kann, wie das Unternehmen aufgebaut haben, respektive formuliert haben, muss dann jeweils natürlich den spezifischen Unternehmenskontext, allenfalls den identifizierten schwerwiegenden Risiken angepasst werden. Das nächste Element, wie gesagt, ist die Risikoanalyse. Und hier ist es wichtig, dass, wie gesagt, die potenziellen Risiken entlang der Wertschöpfungskette ermittelt werden. Und wie gesagt, auch hier wichtig ist, diese neue Risikoperspektive einzunehmen. Normalerweise geht es hier auch um eine schrittweise Umsetzung. Man beginnt mit der Darstellung einer Wertschöpfungskette, sehr exemplarisch, sehr übergeordnet. Man beginnt dann entlang dieser Wertschöpfungskette die Menschenrechtsrisiken zu identifizieren. Und ganz wichtig ist dann eben auch die Priorisierung der schwerwiegendsten Risiken. Und um das durchzuspielen exemplarisch, habe ich hier meine Kollegin Sibylle wieder mit an Bord, die jetzt hier in die Rolle des CEO der Swiss Textile AG schlüpft, um exemplarisch aufzuzeigen, wie eine Firma eine solche Risikoanalyse durchspielen kann. Sibylle, darf ich dich bitten, ganz kurz die Swiss Textile AG vorzustellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt diese CEO dieser fiktiven Swiss Textile AG, um das nochmals zu erwähnen, dass die dann nicht googeln, die gibt es nicht. Wir haben sie erstellt, um heute Ihnen auch näher zu bringen, was denn das konkret heißt, eine solche Sorgfaltsprüfung oder eine Risikoanalyse durchzuführen. Die Swiss Textile AG hat den Sitz in der Schweiz. Wir haben 320 Mitarbeitende, wurden 1931 gegründet. Wir sind eine mittelständische Schweizer Textilfirma. Wir designen und verkaufen Baumwoll-T-Shirts. Wir haben in der Schweiz 5 eigene Filialen und arbeiten in Deutschland, Frankreich und in Österreich mit Firmenkunden, also mit Vertriebspartnern zusammen. Wir haben keine eigenen Fabriken. Wir produzieren hauptsächlich mit Partnern oder über Partner in Indien, Bangladesch und in der Türkei. Wir haben auch noch nicht so lange her, ist es her, dass wir begonnen haben, uns eben mit menschenrechtlicher Sorgfaltsprüfung auseinanderzusetzen. Grund war, wie so oft, Vorfälle in unserer Lieferkette. Also wir hatten Berichte von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eben auch eine Verbindung mit dieser Problematik in der Lieferkette und unserem Unternehmen erstellt haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass vermehrt unsere Kunden, auch im Business- und Business-Bereich, unsere Kunden von uns vermehrt Fragen stellen zu dieser Thematik. Wir waren ehrlich gesagt damals gar nicht darauf vorbereitet und haben dann gemerkt, das ist für uns eben auch wichtig, weil wir schlussendlich ja auch diese Kunden behalten wollen, dass wir eben auch ein Risiko haben, da plötzlich nicht mehr liefern zu können, wenn wir uns nicht dahinter machen. Also im Sinne der Business Continuity war das für uns auch sehr wichtig und haben dann mal begonnen mit dieser übergeordneten menschenrechtlichen Risikoanalyse. Können Sie uns mal kurz aufzeigen, wie als Swiss Textile man jetzt hier Schritt für Schritt vorgegangen ist, um diese menschenrechtliche Risikoanalyse und diese exemplarische Darstellung der Wertschöpfungskette aufzuzeigen? Und vielleicht können wir nachher auch noch gleich die Frage einbauen, die Frau Böttcher hier stellt, welche Rolle dann eben auch Zertifizierungssysteme spielen im Kontext
einer Risikoanalyse und dann eben nicht den Sorgfaltspflichten auch nachzukommen. Also hier jetzt im Bereich Textil, dann im Bereich Bettekotten zum Beispiel, inwieweit das eine Rolle spielt. Vielleicht können wir das dann die nächsten Schritte noch kurz einladen. Zuerst einmal vielleicht kurz, wie die Swiss-Textile vorgegangen ist bei der Darstellung der Wertschöpfungskette. Ja, genau. Also wir hatten zuerst auch gerade schon so die ersten internen Diskussionen, als es dann hieß vom Einkauf, ja, aber wir können das ja nicht tun, wir können ja nicht die ganze Wertschöpfungskette betrachten in unserer Risikoanalyse. Wir wissen ja gar nicht, woher unser Saatgut, unsere Baumwolle kommt. Wir kennen gerade mal unsere direkten Verarbeitungsbetriebe, wie erwähnt, in Indien, Bangladesch. Und so haben wir uns dann mal geeinigt, mal eine so vereinfachte Wertschöpfungskette zu erstellen. Also wir haben uns fokussiert auf natürlich das Produkt Baumwolle, haben vorerst auch mal kurz ignoriert, dass wir auch noch andere Produkte verarbeiten in unseren Produkten, aber haben uns mal auf die Baumwolle fokussiert und haben da diese Schritte gemacht, diese 6 Schritte erstellt. Also da gibt es grundsätzlich immer irgendwo einen landwirtschaftlichen Anbau der Baumwolle, dann gibt es verschiedene Verarbeitungsschritte, die haben wir jetzt hier zusammengefasst. Also das war jetzt eben dann die Verarbeitungstextilfabriken von der Färbung, Erstellung der Stoffe, aber auch bis zur Konfektionierung haben wir alles in diesen Verarbeitungsschritt jetzt zusammengefasst. Dann wird das alles immer irgendwie transportiert, natürlich auch zwischen den verschiedenen Stufen. Wir haben das der Einfachheit halber hier als eine Wertschöpfungsstufe identifiziert. Dann gibt es natürlich den Handel, der ist eben, wie gesagt, teilweise machen wir das direkt, haben wir eigene Läden, wir haben teilweise Partnerfirmen, die für uns unsere Produkte verkaufen. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Phase, wo diese Produkte dann auch getragen werden, gewaschen werden und irgendwann dann auch mal wieder auf dem Müll landen. Also das sind so diese Stufen, die wir genommen haben, ganz vereinfacht gesagt, um mal mit der Risikoanalyse zu beginnen. Eben, es war nicht immer ganz intuitiv, weil man eben immer das Bedürfnis hat, ja dann auch genau zu wissen, woher alles kommt. Und das konnten wir außer bei, und da kommt vielleicht auch schon die Frage der Zertifizierungen rein. Also wir hatten bereits Zusammenarbeit mit gewissen Zertifizierungsorganisationen, dass wir bei gewissen zertifizierten Phasen wussten, woher die kommen, aber die große Mehrheit unserer Produkte, da können wir diese Rückverfolgbarkeit nicht garantieren. Und was haben Sie dann gemacht? Also man beginnt mal mit diesem einfachen Mapping, eine Vereinfachung der Wertschöpfungskette, ohne jetzt sämtlichen Detaillierungsgrad zu haben. Was macht man dann damit? Ja, also wir haben uns dann entschieden, und das ist auch ein Abstrich, den wir gemacht haben, wir haben uns entschieden, mal die vorgelagerte Lieferkette anzuschauen. Wir haben jetzt vorerst in der ersten Risikoanalyse mal die Gebrauchsphase, die End-of-Life-Phase mal ausgeklammert. Das wollen wir dann im nächsten Schritt tun. Und dann haben wir eigentlich jede Stufe genommen und haben dann pro Stufe der Wertschöpfungskette uns überlegt, was sind denn potenzielle menschenrechtliche Auswirkungen pro Wertschöpfungsstufe. Also ganz konkret uns überlegt, was heißt das, was kann auf dem Baumwollfeld alles passieren? Da gibt es Chemikalieneinsatz, das heißt, es gibt Gesundheitsauswirkungen potenziell für die Leute, die da arbeiten. Es gibt Ernteperioden, wo es Überstunden gibt, die sind nicht unbedingt gut gewerkschaftlich organisiert. Oft die Bauern da, wo wir die Baumwollproduktion erwarten, etc. So sind wir Stufe pro Stufe durchgegangen. In der Verarbeitung haben wir dann schon auch gemerkt, das wäre im Idealfall, hätten wir da diese Stufen noch unterschieden. Da gibt es diese Nassprozesse, wo sehr viele Chemikalien im Einsatz sind. Und dann gibt es die Konfektionierung, wo es weniger um Chemikalieneinsatz geht, sondern um einfach wirklich das Handwerk, also viel Heimarbeit von Arbeitnehmerinnen. Und so haben wir uns wirklich diese Gedanken gemacht, wie schaut unsere Wertschöpfungskette aus, wo haben wir die Informationen und wo arbeiten wir mit Annahmen, um diese Risiken aufzulisten. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie kennen die Lieferkette gar nicht und Sie wissen ja gar nicht, wo Baumwolle angebaut wird, auch nicht, wo sie verarbeitet wird. Das sind beschränkte Kenntnisse über die Rückverfolgbarkeit, Transparenz in der Lieferkette. Wie kann man dann wissen, dass das Problem der Arbeitsstunden oder der fairen Löhne beim Thema Landwirtschaft ein Problem ist, wenn man gar nicht weiß, wo das herkommt? Ja, also wir haben verschiedene Quellen benutzt. Wir haben sicherlich schon auch intern diejenigen, die bei uns einkaufen und auch tatsächlich zum Teil bei unseren direkten Lieferanten vor Ort sind,
haben mit denen uns ausgetauscht, haben die auch aufgefordert, diese Gespräche vor Ort zu führen, wenn sie da sind, und eben auch die Lieferanten zu fragen, was sie denn wissen über die Herkunft der Baumwolle. Teilweise war da mehr vorhanden, als wir erwartet haben, teilweise war da ziemlich gar nichts. Also eine Mischung zwischen Informationen sammeln, die wir schon bereits haben, intern diese zusammentragen, aber dann natürlich auch sehr wohl Desktop-Recherche. Jetzt zum Beispiel hat es natürlich Studien zur weltweiten Baumwollproduktion. Das heißt, es gibt da schon Zahlen, die man beiziehen kann und Annahmen, die man treffen kann. Und wenn wir nicht mehr wissen über unsere Lieferkette, dann gehen wir mal davon aus, dass wir im Durchschnitt liegen. Das heißt, wenn es Zahlen gibt zu typischen baumwollproduzierenden Ländern, dann nehmen wir mal an, dass unsere Baumwolle auch daher kommt, wenn wir nicht wissen, wo die Herkunft genau ist. Haben Sie hier entlang der Lieferkette sehr viele potenzielle Risiken aufgelistet? Das ist ja wahrscheinlich unmöglich, die alle dann auch anzugehen, respektive Maßnahmen zu definieren. Wie geht man jetzt vor, um dann auch die Prioritäten zu setzen? Ja, sehr, sehr wichtig natürlich. Also es kann auch frustrierend sein, wenn man dann diese Liste anschaut und sieht, wie viele potenzielle Themen man da hat. Und eigentlich könnte man auch sagen, es gibt überall potenzielle menschenrechtliche Auswirkungen. Das ist in der Natur der Sache. Wir haben dann in einem zweiten Schritt, es hat uns trotzdem geholfen, diese Systematik, weil wir dann doch eben auch im Verhältnis zu den verschiedenen Stufen abwägen konnten. Und dann für die Priorisierung, die natürlich unumgänglich ist, weil wir müssen ja irgendwann entscheiden, wo wir starten. Das heißt, wir haben in einem nächsten Schritt diese potenziellen Risiken genommen und haben deren sogenannten Schwere versucht einzuschätzen. Das heißt, wir haben das pro Wertschöpfungsstufe gemacht, wir haben das Risiko genommen und haben uns konkret überlegt, wie schwer ist jetzt zum Beispiel das potenzielle Risiko von Zwangsarbeit auf der landwirtschaftlichen Stufe. Also wenn man dann an diese Erntehelfer denkt, die teilweise also in verschiedenen Ländern eingesetzt werden unter sklavenhaften Bedingungen, dann haben wir uns überlegt, ja, wie schwerwiegend ist denn dieser Einfluss auf die Leute, die da betroffen sind. Und das war für uns eigentlich eines der großen auch Erkenntnisse, dass man eben bei dieser Priorisierung nicht mehr nur schaut oder nicht in erster Linie sich überlegt, was ist das Risiko für das Unternehmen, was bedeutet das für uns, unsere Reputation, sondern wirklich mal diesen Blickwinkel zu ändern und zu überlegen, was heißt das nun für die betroffenen Personen pro Wertschöpfungsstufe. Eben das Beispiel Zwangsarbeit, man kann auch andere Beispiele nehmen. Und es gibt da auch von den VN-Leitprinzipien, und das wird jetzt auch in den entsprechenden Gesetzen übernommen, eben diese Definition der Schwere oder des Schweregrades. Und da gibt es diese drei relativ technischen Kriterien, also das sogenannte Ausmaß, Umfang, Wiedergutmachung, also oder auf Englisch hört man das oft, Scale, Scope, Remediability. Das sind so diese drei Kriterien, die wir angewendet haben und die einem auch eine Hilfestellung geben, um zu entscheiden, wie schwerwiegend ein Risiko ist. Beispiel, das Ausmaß, da geht es wirklich darum zu schauen, wie stark ist ein Menschenrecht verletzt. Also ich nehme hier zum Beispiel als Beispiel das Thema Überstunden. Also wird systematisch jemand gezwungen, regelmäßig Überstunden zu machen, dann ist das Ausmaß höher, als wenn einmal im Jahr die Mitarbeitende oder der Mitarbeitende aufgefordert wird, mal länger zu bleiben und auch entsprechend entlöhnt wird. Also das Ausmaß auf das Menschenrecht ist natürlich ein anderes Umfang. Da redet man von der Anzahl Leuten, die betroffen sein können. Und dann ganz wichtig für den Schweregrad ist immer auch die Frage der Wiedergutmachung. Also kann die Auswirkung rückgängig gemacht werden und in welcher Zeit? Also sind das gesundheitsschädliche Auswirkungen, die man eventuell gar nicht mehr kurieren kann, dann ist es natürlich nicht wiedergutmachbar oder nur schwer wiedergutmachbar. Und das sind so diese drei Kriterien, die man immer im Kopf haben muss, wenn man die Menschenrechte versucht zu priorisieren. Wie haben Sie denn das hoch, mittel, tief eingeschätzt? Das ist so ein bisschen eine eigene Einschätzung, oder wie kommt man auf diese Einschätzung, dass da jetzt die Risiken rot sind und braunisch, mittel und tief? Ja, also das ist wahrscheinlich beim Thema Menschenrechte unumgänglich. Also es ist immer so, dass man auch, das ist keine Schwarz-Weiß-Wissenschaft, also es ist immer ein Abwägen zwischen verschiedenen Einflüssen und Situationen.
Aber ich denke schon, dass diese systematische Herangehensweise über die Wertschöpfungsstufen, die Themen pro Wertschöpfungsstufe und dann eben auch die Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades einem helfen, da eine gewisse Systematik reinzubringen. Aber natürlich kommt es auch immer darauf an, was man für Informationen hat. Hat man Studien gefunden? Ja, nein. Und es kann auch sein, dass dann morgen eine Studie rauskommt, die eben das Gegenteil oder nicht das Gegenteil, aber irgendwie ergänzende Informationen liefert, wo man dann eben auch eine entsprechende Einschätzung neu überarbeiten muss. Also es ist ein lebendes und kein statisches Dokument, wo man basierend auf neuen Informationen das weiterentwickelt. Jetzt haben Sie ja hier doch relativ viel Rot und interessanterweise in der vorgelagerten Lieferkette. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Also was macht man mit diesen Informationen? Ja, das ist natürlich gewissermaßen auch frustrierend, weil wir eben wissen, dass wir wenig Informationen haben, da wo die höchsten Risiken sind. Das ist nicht unbedingt befriedigend als CEO. Was wir aber zuerst gemacht haben, ist, wir haben die Themen zusammengefasst, jetzt von diesen Stufenelementen weg, einfach zu den, wir wollten für uns identifizieren, was sind jetzt so diese wichtigsten Themen, an denen wir in Zukunft auch arbeiten wollen. Auch damit wir dann entsprechend einen Maßnahmenplan erarbeiten und umsetzen können. Wir haben das in so eine Matrix gefasst, wo wir den Schweregrad, den wir soeben erklärt haben, zusammengefasst haben auf dieser Achse und haben das dann gegenübergestellt mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und hier ist wichtig, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit, da geht es um das Bruttorisiko, also wir haben jetzt ignoriert, was wir bereits tun, wir haben ignoriert, was es bereits für Maßnahmen gibt, sondern es geht wirklich darum, wovon müssen wir ausgehen, wenn wir nichts tun? Also was gibt es für Risiken, die wir haben, wenn wir noch keine Maßnahmen ergreifen? Und dann erst, wenn wir über die Maßnahmen reden, schauen wir, ja, was haben wir denn bereits für Maßnahmen? Die Idee ist es, dass wir dann vermeiden, dass dann plötzlich Arbeitssicherheit nicht mehr auf dem Radar ist, nur weil wir schon Maßnahmen treffen, weil es muss auf dem Radar bleiben, weil sonst hören wir ja mit den Maßnahmen auf. Also die Logik ist dahinter ist, dass wir da ja Maßnahmen treffen, weil es eben ein potenzielles Bruttorisiko ist. Was bedeutet das jetzt, vielleicht kurz zurückkommen auf die Frage im Bereich Zertifizierung? Also ist jetzt das Risiko weniger hoch, wenn es bereits Zertifizierungssysteme gibt? Oder ist die Eintrittswahrscheinlichkeit geringer? Was ist die Rolle der Zertifizierungssysteme, sei das jetzt im Bereich Cotton mit Better Cotton oder viele Unternehmen arbeiten dann mit einem vorigen ESC zum Beispiel zusammen. Also welche Rolle spielt das hier in der Risikoanalyse? Also wenn wir nochmals auf die Tabelle, auf diese Heatmap gehen von vorhin, ich denke, da kann man es gut aufzeigen, dass wir gerade jetzt gesehen haben, dass wir verschiedene oder schwerwiegende Risiken haben im Bereich Landwirtschaft und in der Verarbeitung. Und deshalb haben wir tatsächlich als Maßnahme entschieden, dass wir gewisse Themen über Zertifikate angehen wollen. Also die Kombination von, dass wir nicht genau wissen, woher unsere Rohstoffe kommen und dass wir da Risiken erwarten, hat uns dazu geführt, dass wir sagten, okay, wir wollen jetzt nicht endlos Zeit investieren in die Rückverfolgbarkeit, sondern wir wollen eigentlich beim Einkauf bereits auf nachhaltige Rohstoffe setzen, da wo wir Risiken erwarten. Also deshalb, da spielten bei uns vor allem dann bei der Frage der Maßnahmen und natürlich dann schon auch zur Risikominimierung diese Zertifikate eine wichtige Rolle. Wir haben entschieden, wir wollen jetzt nicht einfach per se alle direkten Lieferanten zertifizieren, sondern wir wollen eigentlich, wie gesagt, jetzt direkt zum Problem kommen über die Zertifikate. Okay, also ist das Bereich der Risiken dann vor allem im Bereich der das Thema der Zertifizierung greift dann vor allem im Kontext von Maßnahmen. Jetzt haben wir hier gesehen, eben, dass dann die SwissTextile basierend auf diesen Informationen, respektive auf der Risikoanalyse, dann diese fünf Themen Zwangsarbeit, Arbeitsschutz, Kinderarbeit, Umweltauswirkungen und Arbeitsteilen als die sogenannten schwerwiegendsten Risiken, Salient Issues, identifiziert hat. Und basierend darauf geht es jetzt in Unternehmen darum, dann eben konkrete Maßnahmen umzusetzen, um diese identifizierten Risiken eben auch anzugehen. Also der Schritt der Risikoanalyse, glaube ich, ist ein ganz zentrales Element der Due Diligence und eben auch der Schritt der Priorisierung
ein ganz wichtiges Element, um wirklich zu sagen, dort haben wir die schwerwiegendsten Risiken und dort setzen wir an. Und wichtig ist eben bei der Definition von Maßnahmen nicht zu schauen, wo ich Einfluss habe, dort mache ich etwas, und dort, wo ich jetzt wenig Einfluss habe, dort mache ich eben nichts, weil ich das eben nicht beeinflussen kann, sondern die Logik ist diejenige, dass man sagt, wo ich schwerwiegende Risiken identifiziert habe. Dort ist es gefordert, dass ich als Unternehmen geeignete Maßnahmen treffe, um die identifizierten Risiken zu verhindern, zu mindern oder eben zu beenden. Hier auch wieder ganz kurz geht es darum zu schauen, in welchem Zusammenhang steht das Unternehmen mit den verschiedenen Arten der negativen Auswirkungen. Also wenn es direkt durch das Unternehmen verursacht wird, dann ist es eben wichtig, dass das Unternehmen den Abhilfe schafft für den tatsächlichen Effekt und versucht, respektive Maßnahmen ergreift, um das zu stoppen oder zu vermeiden. Also jetzt ein Beispiel der Swiss Textile AG kann das zum Beispiel Themen der Arbeitsbedingungen oder Diskriminierung im eigenen Unternehmen sein. Wenn dort Themen auftauchen, ist das Unternehmen gefordert, dort einerseits Abhilfe zu schaffen und Maßnahmen zur Vermeidung und zum Stopp des Effekts einzuleiten. Wenn es dann darum geht, wie das Unternehmen, ob das Unternehmen einen Beitrag leistet, auch hier wieder beispielsweise bei einem Lieferant, der T-Shirts näht, und dort werden dann eben Zwangsarbeit identifiziert, geht es auch wieder dort darum, eben den Beitrag zu stoppen und zu vermeiden und gleichzeitig die Einflussmöglichkeit zu nutzen, um noch bestehende Effekte im besten, größtmöglichen Maß zu verhindern. Der dritte Schritt ist, nehmen wir das Beispiel von Kinderarbeit auf den Baumwollfeldern. Da kann man sagen, dass das Unternehmen unmittelbar damit verbunden, weil dort eben doch in der Baumwollproduktion Baumwolle angepflanzt wird, die dann in den T-Shirts verarbeitet werden. Also dort eben eine Beziehung besteht im Bereich von Produktentwicklung. Dort gilt es dann eben auch wieder als Unternehmen, die Einflussmöglichkeit zu nutzen, um den Verursacher des negativen Effektes dahingehend zu beeinflussen, dass es dort vermieden werden kann. Also ich glaube, noch einmal ganz wichtig hier zu sagen, es geht darum, sämtliche schwerwiegenden Risiken anzugehen. Klar, die Maßnahmendefinition hängt davon ab, ob das Risiko respektive das Thema verursacht wurde, ob das Unternehmen einen Beitrag dazu leistet oder ob es unmittelbar verbunden ist. Das hat Auswirkungen auf die Definition der Maßnahmen. Aber wichtig eben ist zu sagen, bei sämtlichen identifizierten Risiken gilt es, Maßnahmen zu ergreifen. Und hier kann zum Beispiel auch wieder Zusammenarbeit mit Zertifizierungssystemen in Brancheninitiativen eine sehr gute Maßnahme sein, um eben die Einflussmöglichkeit auch zu steigern. Dann, auch wichtig, kommen wir zum vierten Kernelement, wenn es dann um die Einbettung geht. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt die Grundsatzerklärung, es gibt die Risikoanalyse, basierend darauf Maßnahmen. Ist es für die erfolgreiche Integration von Maßnahmen, ist die Einbettung der Themen in die relevanten Geschäftsbereiche enorm wichtig und ganz zentral, wie bei anderen Managementsystemen auch. Und hier ist es wichtig, dass eben in einem Unternehmen die interne Unterstützung gesichert wird. Also oftmals hängt das Thema bei nachhaltigkeitsverantwortlichen Personen im Unternehmen. Und wie bei anderen Themen auch, ist das Thema Nachhaltigkeit und Menschenrechte ein Querschnittsthema. Und es ist enorm wichtig, dass verschiedenste Abteilungen und Prozesse mit einbezogen werden, dass eine Governance-Struktur etabliert wird, Verantwortlichkeiten definiert werden und auch ein klares Mandat der obersten Geschäftsleitung vorliegt. Oftmals ist es wichtig, in diesem Bereich drin, eben im Bereich Einkauf, zum Beispiel im Textilbereich, im Lieferantenmanagement, wenn es um Anpassungen der Einkaufsprozesse geht,
Oft sehen wir auch, dass das ganze Thema vom internen Audit und Qualitätsmanagement wichtige interne Partner sein können, weil das sind Personen, die haben zusätzliche Informationen, die gehen teilweise auch zu direkten Lieferanten raus und machen dort entweder Qualitätsaudits oder auch finanzielle Audits. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten zu schauen, welche Funktionen in einem Unternehmen involviert werden können, um das ganze Thema in die bestehende Prozesslandschaft, in bestehende Prozesse und Abteilungen zu integrieren. Dabei spielt auch das Thema Schulungen eine ganz wichtige Rolle, also das Unternehmen, respektive Mitarbeitende im Unternehmen verstehen, worum geht es überhaupt, was machen wir überhaupt, das ist eine komplexe Sprache der Menschenrechte, vielleicht auch versucht ein bisschen runterzubrechen, zu sagen, es geht um Arbeitsbedingungen, das kann Menschen im eigenen Unternehmen betreffen, wie auch Menschen in der Lieferkette. Und hier ein Beispiel von ABB, die wirklich ein spezifisches Netzwerk aufgebaut haben, um das Thema der Verantwortung und das Thema der Menschenrechte in diesem globalen Konzern aufzubauen, im Sinne von sogenannten Human Rights Champions. Und dieses Netzwerk in dieser globalen Organisation laufend geschult wird, um das Thema der Menschenrechte, die Verantwortungen, die Inhalte klar zu verankern und hier eben auch klare Ziele intern formuliert werden und das auch von ganz oben verabschiedet wurden und dementsprechend auch Ressourcen bereitgestellt werden. Wir haben hierzu gerade eine relevante Frage, glaube ich, und zwar von Herrn Hirschi, der fragt, wie schätzen Sie aktuell die Befähigung der Geschäftsleitungen ein mit Blick auf die Aufgaben, welche sie verantworten und übernehmen sollten? Also die ganze beim Embedding eben auch die Rolle der Geschäftsleitungen. Was würdest du dazu sagen jetzt in Bezug auf die Einbettung? Die Rolle ist zentral, also es gibt eine ganz zentrale Rolle, das beginnt mittlerweile eben beim Verwaltungsrat, wenn natürlich dort gemerkt wird, es gibt diese gestiegenen Anforderungen im Bereich der Rechenschaft, also die Accountability im Verwaltungsrat oder gegenüber dem Verwaltungsrat ist sicher groß. Man sieht sicher in den letzten Jahren, dass das Bewusstsein für die Relevanz der Thematik gestiegen ist. Aufgrund eben, wie eingangs auch von Sibyl gezeigt, von unterschiedlichen Erwartungshaltungen heraus, sei das von Investoren, sei das von öffentlichem Druck, sei das eben jetzt auch von gesetzlichen Anforderungen oder durch das persönliche Risk Exposure vom Management respektive vom Verwaltungsrat auch steigt und dementsprechend auch der Handlungsbedarf erkannt wird. Man sieht auch in den letzten 2-3 Jahren, dass es auch verstärkt die Thematik in Compliance-Abteilungen angesiedelt wird, dass das ganze Thema auch ein Compliance-Thema wird. Aber das ganze Thema, das Verständnis, worum es geht, diese neue Risikoperspektive, ich denke, da ist sicher wie generell, glaube ich, auch im Bereich Nachhaltigkeit sicher bei, ich möchte jetzt nicht alle übers Knie brechen, da gibt es sicher gute Beispiele. So in der breiten Masse würde ich sagen, da ist sicher noch Luft nach oben. Ja, wenn ich ergänzen kann, wir hatten ja gerade gestern und heute auch wieder eine Diskussion intern zu einem Kundenprojekt, wo es eben dann die Frage war, ja, wir haben jetzt viel gelernt, wir haben Risikoanalyse durchgeführt, Gap-Analyse, wie viel Information müssen wir jetzt der Geschäftsleitung oder dem Verwaltungsrat geben, damit die eben auch befähigt sind, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist eine Frage, die auch sehr unternehmensspezifisch ist, aber sicherlich wertvoll, sich das zu überlegen, wie viel der Informationen müssen da auf der obersten Ebene eben auch diskutiert werden. Ist es notwendig, vielleicht auch mal einen Management-Workshop durchzuführen, um eben genau auch diese, wenn es dann um diese Dilemmata geht, die oft auch aufkommen im Bereich Menschenrechte. Genau, und ich glaube, gerade wenn es auch um das Thema hier Monitoring und Kommunikation geht, ist der ganze Frage, das nennt man den Tone from the Top, enorm wichtig, dass die Mitarbeiter merken, doch da gibt es ein Commitment, da werde ich auch unterstützt und das ist sicher enorm wichtig in einem Unternehmen und eben dieses Embedding und die Integration dann in die Geschäftsprozesse auch sicherzustellen. Also dass der Einkäufer eben auch weiß, soll ich jetzt möglichst billig oder möglichst nachhaltig einkaufen, was sind da die Anforderungen an mich und dass hier auch eine klare Stoßrichtung und auch eine klare, soll ich sagen, Philosophie im Unternehmen besteht.
Nächstes Kernelement daneben die Frage von Monitoring und Kommunikation. Wie bei jedem Managementsystem ist es wichtig, dass es hier ein regelmäßiges Monitoring gibt, der getroffenen Maßnahmen, also ein Maßnahmenplan entwickelt wird mit Verantwortlichkeiten, mit Timelines, mit KPIs. Es ist eben wichtig, dass das dann auch regelmäßig intern überprüft wird, ob die Maßnahmen dann auch wirken im Sinne der Verbesserung der menschenrechtlichen Situation, plus dann eben hier auch die externe Kommunikation. Wichtig ist, dass Unternehmen öffentlich und transparent Rechenschaft ablegen, wie das verstärkt auch gefordert wird, wie das Unternehmen die Risiken identifiziert, wie sie den Auswirkungen begegnet und auch, glaube ich, wichtig, offen und ehrlich transparent kommuniziert, wo auch noch Herausforderungen bestehen. Also ich glaube, hier erwartet ja auch niemand, dass Unternehmen perfekt sind, sondern diese transparente Kommunikation, die angemessen ist in der Form und Häufigkeit, die auch zugänglich ist, ist enorm wichtig. Und hier bereits erwähnt die GRI-Standards und dann sehr spezifisch jetzt im Bereich auch Menschenrechte auch eine gute Hilfestellung sind die, ist das UN Guiding Principles Reporting Framework. Hier zwei, drei Beispiele, auch hier wieder als Inspiration, wie das vor allem auch große Unternehmen machen, einerseits Unilever, dann Nestle und Marks & Spencer. Ich glaube, grundsätzlich ist es hier immer spannend zu sehen, wie gehen Unternehmen eben auch um im Bereich der transparenten Kommunikation, wie offen bin ich in der Kommunikation, wie viel kommuniziere ich extern, wie weit, also was ist noch glaubwürdig auch in der externen Kommunikation. Und hier einfach zwei, drei Beispiele, glaube ich, von Unternehmen, die das relativ gut gemacht haben, respektive machen. Dann, last but not least, die ganze Thematik des Beschwerdemechanismus. Hier geht es, wie gesagt, prinzipiell darum, dass Unternehmen den betroffenen Menschen, seien das Betroffene von Kinderarbeit, von Zwangsarbeit, von Diskriminierung, auch hier wieder entlang der Lieferkette oder der Wertschöpfungskette Betroffenen einen Zugang zu Beschwerdemechanismen gewährleistet. Der Zugang, der vertrauenswürdig ist, der verständlich ist, der transparent ist. Also hier werden sehr spezifische Wirksamkeitskriterien definiert, um solche Mechanismen aufzubauen. Also oftmals haben Unternehmen einen Whistleblowing-Mechanismus, der teilweise durch eine externe Ombudsstelle gemanagt wird, der meistens zugänglich ist für interne Mitarbeitende. Aber hier ist es wirklich auch wichtig und zentral, dass eben diese Beschwerdemechanismen für sämtliche betroffenen oder potenziell betroffenen Menschen in der Wertschöpfungskette zugänglich sind. Wie bereits erwähnt, geht es auch darum, dort bei tatsächlich negativen Auswirkungen Abhilfe zu schaffen. Das können beispielsweise von Entschuldigungen bis Entschädigungszahlungen Modelle sein, um den tatsächlichen Auswirkungen dann auch zu begegnen. Jetzt habe ich hier die Verbindung verloren mit der Maus, jetzt kann ich nicht weiterklicken. Kommt gleich. Im nächsten Thema geht es dann darum zu schauen, wie können Unternehmen starten. Und hier geht es dann auch wieder darum zu schauen, wie kann man als Unternehmen das ganze Thema intern verankern und vorwärts bringen. Entschuldigung, ein bisschen verloren, weil ich habe übernommen, Matthias. Entschuldigung, danke. Im Bereich, wie können Unternehmen starten, geht es in einem ersten Schritt eigentlich darum zu schauen, gar nichts mehr. Tut mir jetzt gerade leid. Eine Sekunde. Vielleicht kannst du kurz einspringen, Sibyl, für zwei. Ja, Folien. Wir hören dich noch gut und die Folien sind für alle ersichtlich. Darf ich kurz fragen? Ja, können alle die Folien sehen? Wir können die Folien sehen, aber immer noch diese Nummer 6, Beschwerdemechanismus.
Okay, dann hat das nicht geklappt. Wahrscheinlich macht das mein Computer gerade einen Zoom-Up. Tut mir leid. Kannst du stoppen, dann versuche ich mal zu übernehmen. Ich stelle es einfach mal aus. Gut. Könnt ihr es jetzt sehen? Immer noch die gleiche Folie, die Nummer 6. Okay. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, es liegt daran, dass die Berechtigungen die entsprechenden hat. Kommt das jetzt? Anscheinend kann man, ja, also ja, jetzt ist erste Schritte, wir starten. Gut, dann hat das jetzt geklappt. Das war irgendwie wegen den Berechtigungen. Tut mir leid, diese Hiccups. Dann springe ich gleich ein. Also wir haben uns eben noch, was wir hier mitgebracht haben, ist noch so die Frage, ja, wie starte ich jetzt? Also wir wissen, wir haben sehr viele Informationen geliefert, das ist sehr viel Thematik und die Frage ist ein bisschen, ja, aber wenn ich jetzt erst mit dem Thema starte, was tue ich jetzt zuerst? Und da schlagen wir konkret die drei Schritte vor. Es hört nicht nach Rocket Science, aber es ist oft halt doch wichtig, einfach mal zuerst zu sagen, okay, wer ist jetzt denn eigentlich für dieses Thema verantwortlich, wer treibt das intern voran, sowohl auf der strategischen Geschäftsführungsebene wie eben auch in der operativen Umsetzung. Also eine klare Zuständigkeit hilft bestimmt, um dann eben auch entsprechend zu schauen, wo gibt es bereits die interne Fachkompetenz, wo braucht man vielleicht externe Hilfe und dann eben systematisch mal diese Schritte, eben dieses Managementsystem durchzugehen und sich zu überlegen, haben wir schon etwas, das einer Grundsatzerklärung entspricht, haben wir weitere Maßnahmen, haben wir die Übersicht über die Risiken und wenn nein, dass man eben mal anhand einer solchen Gap-Analyse auch diese Gaps identifiziert und Maßnahmen definiert. Ich glaube, Matthias ist nun zurück. Ich habe mal die ersten Schritte geteilt. Darfst gerne übernehmen. Genau, Entschuldigung, zum Glück habe ich noch meinen Laptop mit dabei. Also, entschuldigt die Unterbrechung. Wie gesagt, geht es dann in einem nächsten Schritt sicher darum, eben anhand der beschriebenen Kernelemente eine Gap-Analyse zu machen. Das ist, was wir relativ häufig sehen, dass man auf Grundlage dieser 6 Kernelemente mal eine Beurteilung macht, wo stehe ich als Unternehmen, weil relativ häufig ist es doch so, dass es eben, wie gesagt, ein Code of Conduct gibt im Unternehmen, dass es irgendwelche Prozesse im Bereich Risikoanalysen bereits gibt, sei das im Bereich Audit oder Risikomanagement, dass es im Bereich irgendwo einen Whistleblowing-Mechanismus gibt, der weiterentwickelt kann zum effektiven Beschwerdemechanismus. Also hier kann man eigentlich basierend auf bestehenden Prozessen, Maßnahmen bereits schauen, wo befindet sich das Unternehmen im Vergleich zu den eben Anforderungen gegenüber den OECD-Leitsätzen und den UNGPs, also den internationalen Anforderungen. Und dann kann man auch überlegen, wo möchte ich als Unternehmen hin, was ist mein Ambitionslevel im Sinne der auch wieder, wohin möchte dann die oberste Geschäftsleitung, das Management, also dort ist eben auch diese Diskussion zu führen, wo möchte man als Unternehmen hin, was ist die Ambition, die man angehen möchte. Wenn man dann schaut, was sind die Besonderheiten für KMUs, und das ist oft eine Frage, die sagen, ja, Großunternehmen können das sicher einfacher machen und wir als KMU haben da vielleicht andere Voraussetzungen. Das ist sicher so. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass, wie auch ganz am Anfang Remi gesagt hat, dass die UNGPs und die OECD-Leitsätze, also diese Idee der menschenrechtlichen Sorgfalt für sämtliche Unternehmen gelten, unabhängig von Größe und Ressourcen. Also die Verantwortung für den Respekt der Menschenrechte betrifft alle Unternehmen. Und ich glaube, viel wichtiger ist nachher, dass die Analysen und die Prozesse
der Größe, allenfalls eben auch der Risikoexposition, des Unternehmenskontextes, des Umfelds, wo man operiert, angepasst werden sollen. Also hier ist es viel wichtiger, eine Analyse zu machen, in welchen Lieferketten operiere ich oder mit welchen Lieferketten operiere ich, was sind die Lieferantenbeziehungen, was ist die Komplexität, und das gilt für sämtliche Unternehmen im Bereich der Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt. Also hier muss das Managementsystem für Human Rights Due Diligence muss dem Unternehmenskontext eben angemessen umgesetzt werden. Da gibt es verschiedene Empfehlungen auch. Wichtig, und das ist deshalb auch ein bisschen der Fokus heute drauf, ist der Fokus auf die Risikoanalysen, dass man wirklich die priorisierten Risiken und dementsprechenden Maßnahmen im Fokus behält und sich im Sinne dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses laufend verbessert und durch die Arbeit, die man macht, durch die zusätzlichen Informationen, die man gewinnt über Risikoanalysen, auch aus Beschwerdemechanismen heraus, ist es wichtig, eben dieses Learning by Doing, dass ich wirklich laufend mich weiterentwickeln kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Verfahren der menschenrechtlichen Sorgfalt wirklich dem Unternehmenskontext angepasst sein soll, der Risikodisposition, der Geschäftstätigkeit, dem operativen Umfeld, dass es diese kontinuierliche Verbesserung braucht und dass es wichtig ist für Unternehmen, diese Grundsatzerklärung zu formulieren, zu verabschieden. Das ist wirklich dann auch noch einmal das Commitment und dieser Tone from the top. Und dann die Risiken zu identifizieren, zu priorisieren und dementsprechend dann auch die Maßnahmen umzusetzen. Mit dem wären wir am Schluss unseres Inputs und für 2, 3 Folien noch zum Global Compact und den Arbeiten im Bereich der Menschenrechte und Arbeitsnormen übergebe ich nochmal ganz kurz an Alice, bevor wir dann nochmal Zeit für Q&As haben. Bitte Alice. Vielen, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Sibyl, für die sehr interessante Inputs. Nun möchte ich kurz erwähnen, was wir im UN Global Compact und im Schweizer Netzwerk anbieten im Bereich Menschenrechte und Arbeitsnormen. Also wir haben einerseits Live-Sessions, also im May zum Beispiel kommt eine Webinar-Serie on Impact of Human Rights Regulations on Companies based in Switzerland and Liechtenstein. Wir werden wir haben E-Learnings on Business and Human Rights, on Procurement Decision, Wages. Also da haben wir die wichtigsten, aber auch wirklich nur eine Selektion von was wir anbieten, aufgeschrieben. Wir haben auch Publikationen, eben wie die 5 Schritte zum Management der menschenrechtlichen Auswirkungen und einige Tools, die dann für Firmen, die starten, auch sehr praktisch sein könnten, wie zum Beispiel auch die menschenrechtliche Sorgfalt-Info- und Analyseportal. Das ist ein Online-Tool, das Schritt für Schritt die Schritte eine Human Rights Due Diligence begleitet. Das wollte ich noch erwähnen. Wir lancieren zusammen mit Focusrite, also im Rahmen der Zusammenarbeit für den NAP, lancieren wir ein Peer Learning and Networking Group über menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung. Das wird alle 3 Monate stattfinden. Das ist eher informeller Austausch zwischen Fachpersonen im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Das wird unter Chatham House Rule sein auf Englisch, aber ich denke, da können wir auch schauen, was die Teilnehmenden dann am liebsten sprechen. Das werden wir zusammen mit Focusrite moderieren. Und das Ziel davon ist wirklich, dass die Leute sich vernetzen, dass sie Herausforderungen teilen können, dass sie sich austauschen können und dass sie auch Leute kennenlernen,
um weiterhin in bilaterale Gespräche zu kommen. Und um teilnehmen zu dürfen, muss man Mitglied im Netzwerk sein oder also UNGC oder dann an so einem NAP-Veranstaltung wie heute teilgenommen haben. Und man muss auch aktiv teilnehmen wollen und mitreden. Also auf diesem Slide haben Sie alle Informationen, um sich anzumelden. Und der erste Meeting wird am 23. Mai stattfinden. So, das ist es von meiner Seite. Jetzt, glaube ich, ist Q&A. Genau. Herzlichen Dank, Alice.